Okay. Thema Qualität der Schweißnahvorbereitung. Herr Biesinger, eine provokative Frage. Erreichen Sie eigentlich hochwertige Phasen bei Liebherr? Das heißt, haben Sie Stegmaße von plus minus 1 mm Genauigkeit oder von plus minus 15? Und der Winkel, ist der plus minus 1 Grad genau oder vielleicht plus minus 10 Grad? Also man kann generell sagen, dass wir eher in dem Bereich liegen, der sich positiv auswirkt, also sprich plus minus 1 mm in der Steghöhe und plus minus 1 mm auch im Winkel. Das kann man mit modernen Anlagen erzielen. Dann hören wir von der Praxis heraus, dass man hier wirklich genau schneiden kann. Herr Limberger, bei Ihnen beurteilen ja die Kunden die Qualität Ihrer Bauteile. Wie sind denn die eigentlich zufrieden? Ja, bei uns beurteilen sowohl die Kunden als auch natürlich meine eigenen Schweißer im Haus die Qualität. Die Resonanz, was wir über die Qualität bekommen, hat sich massiv erhöht. Ist natürlich klar, wenn man jetzt sagt, du schleifst Phasen mit Hand und so weiter, dass da natürlich die Fehlerquelle relativ groß ist, dass irgendwie was schief geht und natürlich auch die optische Qualität nicht hundertprozentig ist. Und würden Sie sagen, dass Sie mit einem Robotersystem, das Sie jetzt im Haus haben, eigentlich wettbewerbsfähig sind? Absolut. Absolut. Herr Arzt, Ihr Kunde ist eher intern zu sehen, denke ich, im Stahlbau und in der Schweißerei. Was sagen denn diese Abteilungen jetzt zum robotergeschnittenen Fasteil? Also hier muss man jetzt die Verfahren trennen, sage ich jetzt mal. Wir haben vorher jetzt zum Beispiel die Schweißkanten geschliffen oder mit der Fräsmaschine angefräst, angearbeitet. Da muss ich ganz klar sagen, eine bessere Schweißnaht Vorbereitung gibt es eigentlich nicht. Das passt, wenn ich etwas fräse. Aber brauche ich das wirklich im Stahlbau? Brauche ich das in der Schweißerei? Die ganzen Schweißkanten vorbereiten werden dann so verschweißt. Da geht es mir nicht auf das Hundelschel genau. Ja, da hat es am Anfang ein bisschen Resonanz gegeben. Ja, die sind jetzt nicht mehr so gut. Aber hier ist ganz klar der Kostenfaktor im Vordergrund. Die zweite Variante, jetzt weg vom Phasenaggregat hin zum Roboter, da haben wir natürlich eine deutliche Verbesserung von den Schweißnähten erlangt. Wir schneiden ja jetzt auch autogen größere Schweißkanten mit Autogenbrenner. Mhm. Und hier wurde dann deutlich eine Qualitätssteigerung erzielt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wie Sie das früher gemacht haben. Haben Sie eigentlich jetzt noch andere Verfahren im Einsatz? Nein, wir haben das Ganze Schweißkantenanarbeitung auf einen Arbeitsplatz konzentriert. Also wir haben einen Arbeitsplatz, wo die ganzen Schweißkanten machen und die anderen, also die Fräsmaschine hat freie Kapazitäten natürlich für ihre eigentlichen Bauteile und die Schleifmaschine wurde abgeschafft und verkauft.